Weiter geht's hier mit einem etwas ungewöhnlichen Satz in der Pre-Show, das European Title Match mit mir und den anderen. Hallo. Ja, hallo Hi. zusammen. Ja, irgendwas Titelmäßiges müssen wir mit in die Pre-Show packen. Im Endeffekt heißt es dann das European Title Match erwischt, beziehungsweise muss man nicht, aber es gibt ja auch noch Matches, die von der Ansetzung an sich her ein bisschen interessanter sein könnten. Aber nichtsdestotrotz, ja, das erste Titelmatch hier bei Night of Champions, wo jeder Titel verteidigt wird, wie eigentlich in 99% aller Pay-Per-Views bei uns. Ja, Ja, Lil. aber macht ja auch Sinn. Ja, macht natürlich Sinn. Und ja, Jack Swagger ist der Glückliche, der Apollo Crews auf dessen European Title ja, herausfordern darf, nachdem Jack Swagger in der allerersten Woche sein Number One Contender Match glorreich gewonnen hat. Ja, unter der Woche dann Jack Swagger und auch sein Kumpane Rusev bei der Teil des Fight Clubs hatten dann ja auch noch ein bisschen mit AJ Styles und Shinsuke Nakamura zu tun, wollten ihre offene Rechnung noch begleichen, wo dann, ja, das natürlich auch Apollo Crews auf den Plan gerufen hat, die anderen beiden zu unterstützen, also Styles und Nakamura. Ja, der Fight Club somit ja eigentlich dann mit einer ja, Niederlage hier zu Night of Champions angereist, nachdem sie ja das endgültige Match gegen Nakamura und Styles dann verloren haben. Ja, diese lange Fehde ist vorbei, aber die beiden haben sich dann natürlich auch noch auf ihr nächstes Ziel, auf den European Title konzentriert. Ja, Apollo Crews hatte ja jetzt in der letzten Woche die Chance, ja, Rusev quasi vom Ring zu verbannen, indem er einfach sein Match hätte gewinnen müssen. Aber dieses Triple Threat Match war nach 5 Minuten vorbei. Ja, Apollo Crews persönlich hat einen Signature Move gefressen, den Supermodel Kick von Tyler Breeze. Und dann war's schon aus. Also, nach bärenstarken letzten Monaten von Apollo Crews in der ja, letzten Show vor Night of Champions ganz arg geschwächelt. Und hat keinen Titel. Hat seinen Titel vergessen. Ja, was daran liegt, weil es Exhibition war, da hätte ich dann das auch noch einstellen müssen. Aber es ist ein Ja, Title und? Match. Ja, Gott. gut. Wollen wir nochmal neu anfangen? Nee, lass es einfach. Ja, aber dann gibt es auch in der Siegerehrung keinen Titel. Doch, ist das European Title Match trotzdem eingestellt. Ach so, okay. Okay, dann wollen wir mal wieder zu VW, um hier den Kanal zu machen. Ist ja nicht viel. Ja. Okay, ja, wenn immer in der Titel dann am Ende kommt und nicht gleich vom Referee, dann ist das okay. Dann ist das quasi die Stipp von den SmackDown-GMs gewesen, dass Apollo Crews nicht mit dem Titel zum Ring durfte, sondern gleich dem Referee den Titel geben musste. Denn natürlich ist ja der Fight Club das Stable der GMs von SmackDown. Genau. Apollo Crews ja nun schon seit Battleground European Champion, hatte dann bei SummerSlam diese Mammutaufgabe, das Elimination Chamber Match zu überleben, was er dann Doppelslam. auch out of nowhere geschafft hat. Ja, da ist der Titel. Da ist der Titel und Cruz kann ihn sich noch ein letztes Mal ansehen. Ja, bevor er dann zu Jack Swagger wechseln wird, der Titel, nachdem ja, Jack Swagger dieses Match natürlich gewinnen wird. Rusev steht an seiner Seite, wird da auch dafür sorgen, natürlich mit Fernmitteln, dass das auch so eintrifft. Mit Fernmitteln, nee, ich sehe schon die Kommentare. Es war wegen Rusev von 2K. Ja, weil es Rusev kann. Und Jack Swagger auch gleich am Dominieren. Ich weiß nicht, Erzähl das mal von Strowman. ob diese Schwächephase, die in der letzten SmackDown-Show bei Apollo Crews begonnen hat, ob die jetzt noch weiter anhält für Night of Champions. Ja, Swagger wird hier neuer European Champion. Das steht außer Frage, meiner Meinung nach. Ja, Keine leider. Chance für Apollo Crews. Ja. Mit Was einfach keine Unterstützung. fairen Bedingungen sind. Ja. Er hatte die Chance, ja, Rusev vom Ring zu verbannen. Ne? Warum musste Swagger nichts dafür tun, dass Rusev überhaupt erst an seine Seite darf? Weil wir das gesagt haben. Ach so, ja, okay. Macht natürlich Sinn. Weil das unsere. Oh, was? Okay. Schönes Spin-Out-Sit-Down-Powerbomb für von Apollo Crews Blue aus dem Thunderbomb. Ein Blue Wonderbomb. Ja. Leg Drop. Der Leg Drop von Apollo Crews. Wo ist Sami Zayn, wenn man mal braucht, ey? Das wäre so sick. Aber Swagger wird gewinnen. Ja. Oh, Ich Alter. denke, das steht. Ist gut. Beruhig dich. Will ihn ja aus dem Ring nähen. Oh, da Aber sieht man schöne Overhead Belly to Belly von Jack Swagger. den Ringer-Background. Oh, und Sergeant Slaughter lässt Das, grüßen. ja, das Der Zwiebelquetscher. Knuckle-Sandwich hier. Der Zwiebelquetscher. Kopa, dein Tipp? Nicht Kuba ist gar nicht vorhanden. da. Ah, ja, natürlich, Cooper ist jetzt gerade noch bei Randy Orton. Ah. Cooper versucht mit seinen Motivationskünsten
mit seinen geistigen Künsten Randy Orton zu beruhigen. Aber oh, Schulterblock von Apollo Crews. Der hält nicht viel vom Fight Club gerade. Ja, sieht so aus. Auf jeden Fall ein fixer Beginn hier ins Match. Irgendwie keine große Abtastphase oder solche Späßchen. Die beiden gehen hier gleich in die Vollen. Apollo Crews ist sich auch sicherlich bewusst, dass er in die Vollen gehen muss, um sich hier ja gegen den Fight Club in diesem Sinne durchsetzen zu können. Schöner Backsuplex hier von ihm. Was hat er jetzt mit Jack Swagger vor? Ja, gibt den Fist Drop. Rusev bisher hält sich noch aus dem Match heraus. Keine Anstalten von seinem Fight Club-Kollegen, hier irgendwie was unternehmen zu müssen. Aber bisher ist Jack Swagger auch noch nicht in ernsthafter Gefahr. Bin ich jetzt ganz alleine? Hallo, was ist los? Was ist los? War ich jetzt die ganze Zeit ganz alleine oder wie? Ja, ich musste gerade einmal kurz weg. Und Mario ist auch nicht da gewesen. Okay. Ja, ich auch nicht. Ist ja wunderbar, dass ich alleine bin. Oh, ja, okay. Ja, falls ihr es nicht gehört habt. Oh, was? What the fuck? Junge. Apollo Crews auf jeden Fall mit diesem Belly to Belly, wo Jack Swagger noch auf diesem Stuhl, der von Rusev reingefrachtet wurde. Und der Referee hat Rusev angegriffen mit dem Stuhl. Na, ich kann ja nicht sagen, Apollo. Wo zur Hölle kam der Stuhl her? Den hat Rusev ins Spiel gebracht. Nachdem ich auch kurz bei mir war. Für Jack Swagger, nachdem er so mit dem Kopf da so halb drauf landet. Also, ich hoffe, die Zuschauer oder ihr habt es nicht am Anfang gehört, aber ich bin mal kurz verreckt. Also. Ja, und dann warst du bei Randy Orton und hast ihn beruhigt. Genau. Zumindest hast du es versucht. Apollo Crews hier, wie jetzt mit der Beinschere gegen Jack Swagger, mit diesen Schlägen auf den Kopf. Also Jack Swagger muss langsam wieder ein bisschen... Chemical Clutch. Ja, Rusev kriegt Angst. Bisschen höhnend hier, wenn Rusev da draußen steht. Apollo Crews schlägt sich unfassbar gut. Ja, und oh, jetzt ist Rusev da, hat Apollo Crews kurz ablenken können. Oh, aber wieder der Konter, was? Side-Rush und Lexi, oh nein. Oh, disqualified. Ach, ich hab noch nie einen schwarzen Russen gesehen. Was? Ja, ist aber nicht schlimm, also Crews behält den Titel, also läuft doch gut. Vorhin, während alle weg waren, wenn ich ganz alleine war, diese auch schöne... Ja, Diving Clothesline von Apollo Crews vom Top Rope runter. Auch sehr fein. Und jetzt geht der Kampf nach außen. Mal gucken, ob sich Rusev raushält oder ob er gleich um die Ecke gewatschelt kommt. Ich finde das auch immer so geil von unseren Geschäftspartnern, ne? Dass die immer anrufen, wenn wir gerade einen Pay-Per-View haben. Ja. Wenn man sich also um den ganzen Bürokram kümmern muss. Nicht wissen. Wichser, ey. So. Echt so, ey. Unsere ganzen Partner. Unsere Partner hier, dicken Mittelfinger in euer Gesicht. Schöner Backfuck. Fuck you. Von Apollo Crews und der schickt sich unfassbar. Kann ich nochmal sagen? Schreib mal bitte einen Entschuldigungsbrief. Danke. Bitte. Ja. Dani muss jetzt erstmal einen Entschuldigungsbrief schreiben als CEO. Ja, mach das doch. So, alles Fotzen. Ja, wie viel ist der Referee? Der Referee? Der wie viel ist der Count? Seven. Ja, und Jack Swagger kommt in den Ring. Apollo Crews steht bereit. Das ist aber natürlich die Chance für Crews. Ja. Noch mal so ein Countdown. Jones, lässt nicht los. Oh, so. Zwei. Und kommt noch ein dritter. Alle guten Dinge sind. Und drei. Suplex. Meine Güte. Ne, aber ich hab Super auch. Aber ich dachte mir auch, dass Apollo einfach beim Pay-Per-View und bei der Titelverteidigung ein bisschen stärker sein wird. Deswegen habe ich kommt, oh, das wäre ein geiles Finish gewesen. Ja. Fireman's Carry jetzt von Swagger. Oh, okay. Schöner Job. Jetzt, das hat geholfen. Die erste Ablenkung, die ein bisschen was geholfen hat. Ja. Oh, Crews jetzt fehlt mit der Clothesline und... Lach nicht! Apollo Crews mit dem Überschlag. Was eine Clothesline von Jack Swagger. Apollo ist tot. Der ist ausgenockt und Swagger jetzt hier... Oh, na, geht nicht low. Diesen Tritt in die Magengegend hier hinterher. Man weiß natürlich, mit Lobel wäre das qualified. Hier draußen. Und Fire Carry Counter von der Crews. Los. High Side the Kick!
Schmeißer gehen und das ruft Rusev natürlich sofort auf den Platz. Ja, das Ringpolster. Rusev hat den, das Ringpolster. Ruffy hat es nur fett. Okay, er ist aus dem Ding gefallen und ist auf einmal wieder dran. Und jetzt hier wieder der Schmeißer gekickt, mit dem Apollo Crews damals von Christian den European Title gewonnen hat, der ihm den Team erst gebracht hat. Was ein Kick, aber Swagger, ja, ist wieder da, gibt den Takedown. Das sind natürlich seine Fähigkeiten, direkt das Cover, okay, das wird nichts bringen. Naja, nach der letzten Smackdown-Show, ich habe bei Apollo Crews so ein bisschen, ja. Aber kein normaler Takedown. Ja, nee. Takedown wäre auch. Cruz! Cruz ist hier Razor's Edge! Nein, gekontert! Nein, Konter von Swagger. Hinten hinunter. Schade. Sollte vielleicht die Tated Powerbomb kommen. Cruz kann unseren, ja, Move of the Pay-Per-View anbringen hier. In Headlock sitzen. Sind in Nashville, Tennessee, Headlock City. Yes. Bitch. Schauen wir mal, ob in der Main Show Headlock City dann auswandert. Jackson kann sich hier befreien. Höchstwahrscheinlich. Ja, was hat Jagger vor? Dieses Nein, die Swagger Bomb wird es nicht. Nick Jagger. Ja, ich check aber. Okay. Auf Top Rope. Was? Kampfversuch hinterher. Rusev applaudiert. One. Two? Two? Nein. Die langsam wird es brenzlig für Apollo Crews. Gute zwei. Crews schlägt sich hier unfassbar stark. Ja, Rusev hält die Finger. Der European Champion ist! Oh, jetzt gibt's! Nicht die Rotated Power. Jetzt kickt's! Ja, ja. Kick out. Ey, ich hab gerade irgendwie das Herz. So bringt man einen Face over. Ich bin gerade so von der Seite, der unfassbare Leistung bringt. Das war wohl der euphorischste Back-Suplex-Commentator, den ich hier gehört habe. Ich kenn halt, ich weiß, dass 2K den Finisher noch nicht hat, aber ich kenn's halt von den echten Mensch. Apollo Crews jetzt mit dem Knie hier in den Rücken von Jack Swagger. Kann ihn wieder ein bisschen unter Kontrolle bringen. Steht Crews jetzt hier? Nicht mit Powerbomb! Nicht mit Cover, warum? Was ist kaputt in deinem schwarzen Kopf? Nein! Okay, was war das? Ein viel ist da kaputt. Crews, Moonwalk. Mann, wie Schuss! Bin ich doch immer... Moonwalk, Crews, Moonwalk. Oh! Den Knee-Clap von Jack Swagger aus dem Nichts hier. Cover! One. Two. Nein. Hook the kick out. Ja, anscheinend hat Rusev irgendwie eine neue russische Geheimwaffe eingesetzt. Gehirnzerstörende Strahlen. Auf das Bein, wo der nichts kam, aber er kann. Swagger ins Leere. Cruz. Kontern. Cruz jetzt hier. Mit Blut. Mit Blut. Okay, und schau auf. Cruz, was kann das? Noch was leiden. Noch eine. Und noch eine. Bitte. Und was kommt jetzt? Oh. Los, er geht der Referee. Und Gut-Wrench Powerbomb. Aber der Referee ist nicht da. Referee kommt. Und Swagger denkt sich, Ref. Ja. Er setzt sich das Kampf. Patriot Block. Oh mein Gott! Was kann denn in die Seile kommen? Es kommt in den Seilen! Lass doch den Seilen hier, Ref, what the fuck? Ja. Der Referee bricht auf, stellt sich dazwischen Cruz in die Seile, um anzuzeigen, dass es überhaupt Break war. Cruz mit seinem neuen Finisher, die tut's. Meine Güte, eine Hüfte vor Freude, ey, das war witzig. Ja, wir wissen ja noch, Hideo Itami hat den Tombstone damals gekontert. Ja. In bester Shawn Michaels-Manier. Ja. Und Batista und Triple H. Und jetzt gibt's hier den Rip-In. Oh, jetzt noch vor die Gut-Wrench Powerbomb. Ja, der Referee war ausgenockt. Sie hätte ihm den Titel bringen können. Was eine Leistung hier von Apollo Crews. Und Swagger auch voll dabei. Back Suplex oder? Superplex. Was eine Variante von Swagger. Was eine Höhe Crews erreicht hat. Okay, da gibt es einen Coverversuch. Und ein Crews ist nicht unbedingt ein Leichtgewicht. One. Two. Nein. Apollo Crews in großen Bedrängnissen gerade. Ja, mit großen Bedrängnissen. Ja. Nur ein Tombstone. Da wendet sich das Blatt. Dieser wird allerdings nicht kommen. Ein Schlag von Swagger. Oh, was ist das? Okay. Ja.
Schöne Kombi. Vielleicht nochmal der Versuch der Gutwrench Powerbomb. Oh, oh nein, Overhead! Belly. Overhead, Belly to Belly. Ja, Overhead. Ja. Was ist das? Belly-to-Belly. Gibt es jetzt einen Headlock? Nee, dieser... Ja doch, dieser 2K-Headlock. Ja, Lock. Yay. Der Genick-Lock. Man müsste... Ja, Kammerversuch hinterher, ja, mutig, aber das Auskicken kostet ja auch Kraft. Zwei. Hat halt Crews letzte Leistung. Man müsste eigentlich echt mal so einen Count anführen, jedes Mal, wenn dieser Move kommt. Bing, bing, bing. Jetzt ist das, glaube ich, gar nicht so schlimm mehr hier am Anfang. Oh, ein Konter von Crews. Ich muss mal hier. Da so. Sollte der Schlag kommen. Crews, jetzt kommt sie. Oh. Spinning Powerbomb mit Rope Break. Rope Break. Oh. Best Rage Mode. Der Undertaker, Brock Lesnar, Jason Jordan. Was ist Crews denn heute noch alles? Hallo, Rope Break! Rope Break! Rope Break! Das ist keine Rope Break! Rope Break! Was ist eigentlich, wie schlecht kann man eigentlich scheißen, ey? Der wurde von SmackDown gekauft, Mann. Von den GMs, ey. Wurde er nicht. Offensichtlicher geht's ja gar nicht mehr. Headlock City, bitch. Oh, Mann. Los, Apollo! Hat gesehen, was ein Rope Break war, und das war noch der Sit-Down Powerbomb. Ach, Alter. Halt die Schnauze! Wahrscheinlich mit dem Geld, was wir uns eigentlich bezahlen müssten. Scheißdreck müssen wir. Oh, der Herr, der Hate Flu. Und Jack Swagger kann sich nicht mehr befreien. Apollo ja. Crews wirkt sein tot. Oh, Konter! It did Rush Leg Sweep! Oh. Ding, 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 ding! Zeit Rush Leg Sweep. Oh, und da gibt's Konter. Zwecker kann ihn wegstoßen. Ja. Ist er davor Coverversuch oder wie? Ja, ja, ist auf jeden Fall vorbei. Ganz bestimmt. One, two, oh Gott. Fuck. Was? Der Titelwechsel. Oh Mann. So ein Move geht fast bis 3, natürlich. Ich kann ja sagen, dass der Fight Club hier ohne Titel dasteht, nachdem Kevin Owens nun schon beim SummerSlam verloren hat. In der Ringecke, Swagger lässt sich viel Zeit. Da gibt's wieder diesen Vorarm und den Kinderhelm. Ja, hebt sich Apollo Crews gleich wieder hoch. Okay, gefährliche Position. Sexuelle Position und Swagger mit dem Back Elbow an den Hinterkopf. Dreht ihn. Oh, Konter! Konter! Kann sich herumdrehen. Steht nun hinter Swagger. Komm wieder, Konter! Kann ebenso kontern. Was Crews kann Swagger schon lange, denkt er sich. Und schöner Back Suplex. Und Apollo Crews hängt ihn im untersten Seil fest. Gedreht. Ja, was hat Jack Swagger jetzt vor? Tritt auf das Bein von Apollo Crews ein. Vielleicht nochmal der Enkellock-Versuch. Gegen den Arm. Oh, und auf den Arm. Wie die Power-Lobby jetzt hier aus Apollo Crews raustreten. Ja. Ausbrechen. In die Ringecke. Ja, vielleicht jetzt die Swagger-Bomb. Nee, es scheint wohl wieder, wie gesagt. Zum dritten Mal diesen... schon wieder. Genau. Murdoch City. Wie hier bei Bret Hart oder was? Cover, könnte das schon sein? One, two! Nein, aber diesmal deutlich souveräner, ey. Der Bulldog war es noch nicht. Ich hab grad gedacht, Swaggers linkes Knie blutet, aber es ist ein Teil. Ja, das wär's. Gibt's den Powerstop von Swagger? Was ist ein Powerstop? Aus dem Nichts hat ihn einfach hochgestemmt. Okay. Dann in die Ringmatte gerammt. Starke Ringfähigkeiten hier von Jack Swagger. Es gibt hier wieder diesen Genickdreher. Ja. Bing! Ja. Boah, getappt. Er hat getappt, ich hab's gesehen. Ja, nix hat er. Oh, was eine. Clothesline. Und Apollo Crews hat sich bei diesen Moves auch so gedacht: Am Arsch hab ich getappt! Ja, weil er Sub hören kann. Ja, er hat eine Wanze, boah. Ja. Echt? Ja, Apollo Crews wird jetzt neuer Smackdown-Guy. Hallo? Bei manchen Aktionen, die, ich in diesem, die wir in diesem Spiel schon hatten, ist... Blutet aber wenig, Alter. Hat er überhaupt kein Blut im Kopf? Nee, der Blut ist einfach nicht groß genug. Jetzt, Crews hat mich erhört! Jawohl, da suppt die Suppe! Ja, yes. Ah, und die Schläge! Abgebusen! Ich supp's doch! Gegen die Schulter. Der Blut. Aber noch nicht der... Die Standing Shooting Star Press, die haben wir noch nicht gesehen, die ihm die Titelverteidigung bei SummerSlam gebracht hat. Was gibt es jetzt? Was hat Crews vor? Die Ecke, aber da ist so russisch in der Ecke. Was hat Crews vor? Geht aufs Top, das wird doch nicht, nein, oder?
Nein. Er wird doch nicht. Er wird doch... This man's got a family. What? Sind Superplex von Apollo Crews. Oh Gott, ganz nach Superplex aus. Oh, Superplex! Superplex. He's down and out, come on! Nein! Nice. Chuck Swagger zieht ihm wieder das Bein weg, als wäre nichts gewesen. Als wäre einfach nichts gewesen. Was? Und, oh, der sollte wieder der Knee-Clip kommen. Apollo Crews countert den Knee-Clip von Chuck Swagger. What? Nein. That countered auch. Das können die noch countern! Russian Leg Sweep! Was hat der Paul Cruz doch nicht in die Ringe? Und Schuss! Das ist den Shooting Star! Rusev! Rusev! Was ist das Superbacke weg? Oh, Cruz hat so fett. Meine Güte, ey. Er hat so fett. Die Cover doch öfter, damit Rusev öfter hochkommt. Los, Cruz! Jack Swagger muss jetzt kämpfen, um hier wieder nochmal einen Switch zurückzufinden. Rusev greift ein, Referee geschmiert, was bringt Black das? Drop, Black Drop von Apollo Crews. Skandal, aber darauf konnten wir uns einstellen. Das war ein Skandal mit Ankündigung. Crews muss es jetzt einfach irgendwie packen. Ja. Bring ihn zum Tap, als Felix. Headlock. Tap! Headlock, yes. Tap, bitches. Rusev sieht gelangweilt aus draußen, verschränkt die Arme. Ist sich sicher, dass da eh nichts passieren wird. Swagger kommt auch schon auf die Beine. Vielleicht, wer weiß, vielleicht denkt sich Rusev heimlich, wäre ich da, hätte ich schon lang beendet. Wie haben die Beine eigentlich noch die Kraft? Mhm. Swagger wieder mit 5. Oh mein Gott. Spam it! Spam this move! Oh mein Gott. Oh nein, nicht das Cover. Jetzt hebt der Cruz hoch und gibt's jetzt die... Nein. Nix gibt's. Und nochmal, weil es so schön war. Nein, komm schon. Blut! Blut jetzt ebenfalls. Nach dem 300. Versuch. Bulldog City Bitch bleed. Aber wenn es funktioniert, warum nicht? Ja. Wie oft haben alles wir diese... Und er wendet ihn in der Pfanne. Cover nach dem... Und war es jetzt so schwindlig, dass er nicht auskickt. Darf ich mal fragen, wie oft wir diesen Move jetzt schon im Laufe dieses Matches gesehen haben? 4 Mal. Will doch 5 Mal oder so. Ja, 4 bis 5 Mal. 5 bis 6 Mal würde ich... Oh, runter! Takedown! Jetzt! Beißhalten! Oh, wieder runter! Just finish this goddamn match already. Okay. We ain't got all things. Was ist das? Komm, Konter. Konter. Top Rope. Na, Armstrike. Armstrike. Wie leben die Typen überhaupt noch? Wie können sie sich noch bewegen? Nicht nachfragen. Da das ist ein Patriot. Da muss doch schon alles im Körper gebrochen sein, ey. Wie läuft das Bein? Das ist ein Kampfbuch. Was ist das jetzt? Das schon, Josef spielt seine Nippel rum. Alter. Ja, Josef spielt an den Nippel. Ja, ich bin halt langweilig, lass ihn doch. Zum Armtrick hätte ich mir auch an den Nippeln rumgespielt, ey. Oh, und die Close-Line Ringecke und Schlag hinterher. Und nochmal! Nein, nicht schon wieder! Neuer Finisher. Ey, diesmal haben wir ihn aus einer anderen Perspektive gesehen. Yay! Yeah. Wow. Dead Variation, ey. Weißt du, Swagger swappt ihn nur so lange, bis Cruz freiwillig den Titel aufgibt. Ich sich über das Jersey. Also Cruz am Ende so, bitte hör auf! Ich werde den Move. Hier, nimm den Titel, ich hab keinen Bock. Swagger's 5 Moves of Doom. Headlock wieder. Ah, diesmal ist es Jack Swagger mit dem Headlock. Ich hab Apollo Crews wie die letzten Male. Boah, ey, das Match zerrt schon an meinen Nerven und wir sind in der Pre-Show. Bitte hört endlich auf. Ah, Apollo Crews kann sich dann nach einiger Zeit doch noch komm, befreien. Komm, Headlock, so, Headlock, halt jawohl! Nein! Headlock City! Alter, ich komme euch im Mikro raus. Der nächste, der sich hinlegt, kriegt 5000 Euro, ey. Pass auf. Aber was ist mehr wert? 5000 Euro oder das Gold? Ne? Schlag! Ja, dann kriegt er von mir ein Replica-Bait. Oh, noch! Oh, los! So. Ja, it's over! It's over! Nee, er sagt, komm hoch! Doch! Nein, doch! Headlock! Nein, sogar. Von Apollo Crews. Du hast einen Tombstone und coverst ihn nicht! Ich wundere jetzt ja auch, dass Rusev noch gar nicht vom Ring verbannt wurde. Was kommt denn in deinem Kopf? Ja, weil Rusev immer... Alter, ist er am Suppen, ey! Greif. Und es geht
gegen den Ringpfosten für Jack Swagger. Da meint das Spiel ja, wenn er im großen Abstand eingreift, dass er einfach wieder angreifen kann. Okay. Jeff ist doch geschmiert. Ach, Schlag! Jack Swagger schüttelt sich. Jawohl! Death Valley Driver! Death Valley Driver! Cover ihn doch jetzt endlich mal! Cover ihn doch! Okay! Standing Shots Hold! Rusev! Schlag ihn doch! Schlag ihn weg! Kill ihn! Reiß den Kopf ab! Mann, nicht diskutieren! Du bist ein Wrestler! Jack Swagger kommt derweil wieder langsam auf die Beine. Holly, nein! Oh Mann! Oh, Back Suplex von Jack Swagger hier. Oh oh! Oh oh! Mensch, Powerbomb! Nee, wird das ist jetzt egal, wer gewinnt. Finish doch bitte! Nicht kochen, dann nicht. Okay, er lenkt den Referee ab! Also muss er Feuer Jack Swagger an. Referee! Referee! Oh, ich einfach! It's over, it's over. One, two. Nein! What the fuck? What the fuck? Was? Oh, du Cruz! Nein! What? Das ist so falsch! Wo, wieso haben alle irgendwie mit Jason Jordan geredet vor dem Match oder was? Irgendwie hat er ihm irgendwie einen Teil von seiner Seele gegeben oder so? Ich weiß es nicht. Er hat dann kommt er hin und das ist ein Turnbuckle! So. Ja, denn jetzt bitte vor! Jackson will ich Schluss machen. 450! Phoenix Splash! Nein! Ja. Stop. Swagger mit dem Phoenix Splash! Ja, auf jeden Fall! Stompt ein Matt-Bull in seine Brust! Er hat auch kein Bock mehr, der stompt einfach nur rein, der weiß nicht mehr, was er einsetzen soll. Also, die haben schon alles eingesetzt, was man einsetzen kann, meine Güte! Dog City! Aber Cruz kommt sofort wieder auf die Beine. Rusev! 10.000 Euro. Rusev feuert Jack Swagger nur an. Ja, er ja. greift nicht ein. Oh, okay. Wird das noch? Nein! Razor Edge! Jack Swagger kann runterrutschen. Ganz aber das ist ihm egal! Nein! Na, ich Headlock! Rusev denkt sich auch so, oh nein. Und er spielt sich wieder an den Nibbel. Ja, Rusev ist halt langweilig. Oh, dieses Match ist so zum schlechten. Rusev denkt schon an Lana die ganze Zeit. Alter, dieses Match ist so zum schlechten Comedy abgerutscht. Das ist so traurig. Boah, oh, schöner Konter. Beendet das jetzt endlich, bevor es noch schlimmer wird. Ja, kommt Jack Swagger. Electric Chair. Electric Chair. Und Cover und Schluss. Ihn doch einfach. Gut, ey, ich geh er ist durch. Tot. Die sind beide tot. Die sind beide tot. Die sind beide tot, aber schaffen es nicht. Double Count Out. Komm, komm mit dem Bein aufs Seil, los. Hand im Seil. Oh, Hand. Komm, Sub, kannst du dem Match nicht irgendwie ein Time Limit geben oder so? Bitte. 30 Minute Time Limit. Oh, jetzt endlich. Yes. Komm, bitte, finish this. Ach, finally, bitte. Check, hol dir den Titel. Fleh dich an. Danke, endlich. Mehr Konter! Und Apollo Crews geht zu Rusev. Wie lange darf Rusev da eigentlich noch stehen? Bis ich das sage. Hallo Jung, der Referee ist geschmiert. Ja, ich weiß. Full Nelson Slam, ja endlich, jetzt komm! Nein, cover ihn doch, was macht er da? Was machst du yes. denn? Fuck! Jetzt Electric Chair wieder. Ja! Electric City! Wo ist der Rock? Hier ist Sticker! Cover! It's all over! Nein! Er hatte die Hand im Seil! Jack Swagger ist hier! Gesmiert! Gesmiert! Bullshit! Ist European Champion. Da geht's gar nicht! Daniel! Das ist Daniel! Wollt ihr, seid ehrlich, wollt ihr nochmal 29 Minuten? Gratulation an Jack Swagger, unserem neuen European Champion und der Fight Club hat wieder Gold. So geschmiert, Alter! Oh Gott, ist das lächerlich. Menge ist so am Ende, ey, alle. An Jack Swagger, verdiente Leistung, verdienter Sieg. Grandioser Abend von Jack Swagger hier. Scheiß Ficker, ey. Weißt du, wir schauen diesen ganze Zeit diesem Match zu. Fast eine halbe Stunde, damit so ein Fuck-Finish kommt, ey. Wieso? Jack Swagger hat ihn nach dem Electric Chair gecovert.
Er hatte die Hand im Seil. Überhaupt keine Hand im Seil. Alter. Da war keine Hand im Seil. 30 minutes wasted of my life, ey. Sehen wir nochmal diesen grandiosen Armtrack von Jack Swagger. Das Cover hat allerdings noch nicht gereicht. Ich habe so doll auf den Tisch gerade geschlagen, dass mir von meiner rechten Hand die Mittelfingerkuppe gerade mega wehtut. Mm. Hier sehen wir nochmal den entscheidenden Electric Chair. Den entscheidenden Electric Chair. Und jetzt sehen wir auch nochmal, wenn die Homo-Plakate darunter rollen, dass er mit der Hand da! Nein! Da. Keine Hand in das Eil. Bullshit! Und Jack Swagger. Daniel, nächstes Smackdown, das musst du noch. Fingern, die er dich hatte ganz klar neue die Hand im Seil. Champion. Das kann. Ich doch nachts an, dich und Bernie, Alter. So, hat der Referee fucking Nippeljob von Rusev bekommen oder was? Swagger hat es geschafft, Apollo Crews nach zwei starken Monaten zu entthronen und sich endlich das große Gold zu schnappen. Haben wir nur ehrenwürdige Champions bei SmackDown? Ja. Kannst du das an dieser Stelle an, Jack Swagger, für diese grandiose Leistung? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Es ist ein grandioses. Er hatte Mann. Schon die Hand im Seil, also. The fucking match! Gratulation an Jack Swagger, der Fight Club hat wieder Gold. Wirklich jung, willst du das? Nein. Wenn, dann bei SmackDown, aber nicht hier. Was bei SmackDown Shit. Passiert, ist immer noch in unserer Hand. Das war so unwürdig. Und wir haben unseren ersten neuen Champion. Wir haben unseren neuen Champion. Ja, gut. Und mit dieser Kontroverse beenden wir diesen Part. Was für Kontroverse? Skandal! Skandal! Kontroverse, das war ein Skandal! Ja. Weißt du, Rassismus, der Neger wird betrogen! Trump am Jack oder was? Was könnt ihr bei SmackDown eigentlich, ey? Ich verstehe das Problem nicht, tut mir leid. Apollo Crews hätte einfach auskicken können, aber er hat es nicht mehr geschafft. Weil er die Hand im Seil hatte. Er kann trotzdem auskicken und ich habe da keine Hand gesehen, tut mir leid. Ja. Ich sag jetzt einfach nichts zu, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Halt's Maul.